Herzlich willkommen zurück in der Nacht des Blutes. Das Stachelkreuz kriegen wir offenbar hier nicht zurück. Oh. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ich glaube, sie sind sauer. Da schieße ich vor Frust erstmal gegen die Tür. Das fängt ja wieder gut an, diese Folge. Dies elende Vampirgezücht. So, Vampirrudel ausgelöscht. Eins brauchen wir noch, dann kriegen wir eine Trophäe. Oh, Menschen. Was machen die denn hier unten? Ihr seid frei. Weniger tanzen, mehr laufen, Freunde. Jetzt kommen die aus dem Käfig raus und dancen erstmal ab. Das ist natürlich eine lockere Gemeinde. Na? Einmal kurz was durch den Hals gerammelt. Und ich höre bereits... Irgendwo da hinten höre ich es. Mach ich. Okay, langsam brauche ich ein bisschen Saft. Na, meine Schöne. Ich finde das irgendwie cool, dass die Mädels immer überall sitzen und hängen und so. Ja. Ich brauche doch auch Hilfe. Oh, Entschuldigung. Die lag gerade sehr ungünstig. Reißzähne zeigen, was auch immer das heißt. Ach, Vampirrudel ausgelöscht, deswegen. Verdammt. So, noch einmal ganz kurz auftanken. Und dann haben wir da hinten gleich die nächste Fraktion. Und das nächste Rudel. Ich fühle mich rudelwohl. Oh Gott. Ein Zusammenschluss von flauschigen Hunden heißt dann Pudelrudel. Viel Gefudel beim Pudelrudel. Wir müssen, glaube ich, zum Kreuz, oder? Wir müssen nicht hier lang, oder? Katakomben zur Meeresfestung verlassen. Ist das richtig? Probieren wir es mal. Eine Stunde bis Sonnenaufgang. Uns bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, wie es aussieht. Na, Glückwunsch. Ach, Schnucki, komm. Leg mal eine Landung hin. Ah. Ein Vampir, der sich hinter ein Fass gibt, ist ja auch irgendwie süß. So, mitten rein in die Mutti. So, ach, hör auf. Ach, langsam wird's aber langweilig mit euch, Freunde. Ich dachte gerade, my lady, seid ihr gestolpert? Nein! Nein? Ach so, ich dachte.
So, ich hoffe, das war's. Da hinten ist, glaube ich, ein Krug, oder? Ja, den Krug nehmen wir mit. Eine Stunde bis Sonnenaufgang. Es wird langsam auch hell da oben, wie es aussieht. Zumindest auf der einen Seite. Und ich glaube, wir sehen selber nicht mehr ganz so gesund aus. Ah. Das heißt, wir müssen uns vielleicht bald ein bisschen beeilen. Boah, ich weiß noch nicht, weil das ist eine mega unfaire Mission hier, wo wir so kämpfen mussten gegen alle. Gegen Bertrand. Oder Bernard, je nachdem. Mal war der Bertrand, mal war der Bernard. Hm? Ach so. Okay, wir haben... Kann ich diesen Punkt da wieder wegmachen? Wegpunkt, zack. Blutflug? Oh, Blutflug. Oh. Mary ist gerade hier zugange. Blutflug. Da müssen wir wahrscheinlich dann doch wieder fliegen. Als Fledermäuse. Ich kann da nicht hinsehen. Wo kannst du nicht hinsehen? Wieso mache ich das gerade? Falls hier wieder rot vibriert, dann mache ich automatisch auf die Blutsicht, auf die Vampirsicht. Die Mucke ist immer ganz geil, die da aus den Ghetto-Blastern kommt. Da flog gerade irgendein Knochen rum, wie es aussah. So. Na toll, es ist immer die Ecke, wo ich sowieso nichts ausrichten kann. Immer da, wo ich sowieso manuell hinlaufen muss. Wow. So, dann düsen wir da mal so entlang. Von Bertrand seinen Leuten scheint auch niemand mehr übrig zu sein. Oder von den ganzen anderen Fraktionen, die uns böse gesonnen waren, ne? Da ist irgendwie gar keiner mehr übrig. Früher waren die überall und jetzt ist hier alles ruhig und es lauern höchstens ein paar Vampire in der Gegend rum. Ach, das ist ja gleich hier. Verdammt. Ich habe das Gefühl, die Dinger müssen wir auch noch irgendwas da oben abschießen oder keine Ahnung. Die fliegen ja so über die Stadt, die können doch nicht einfach grundlos da sein. Ah. Ein Blutkrug. 6 von 9. Ich würde gerne die Blutkapazität tatsächlich auf 100% kriegen, so wie eh und je, auch wenn wir die gar nicht nutzen. Letzten Endes, was steht da? Was? Bleib außer Sicht und halte dich vom Licht fern. Okay. Ist das da unten Mary? Jo, ich glaube, es ist Mary. Ich traue mich nicht, die abzuschießen, weil ich das Gefühl habe, die wird uns dann... gleich wieder Böses wollen. Mann. Ich schau gerade mal einfach nach ein paar Gedingsen. Nach ein paar Krügen, aber ich glaube, dass da hinten sehe ich noch einen. Vielleicht düsen wir da einfach mal rüber. Dann machen wir zumindest mal einen Blutpunkt noch voll. Aber das ist irgendwie blöd, die so zu finden. Ich sehe den jetzt schon, aber... So. Aber das ist blöd, wenn man die ganze Zeit... Da ist auch noch einer. Okay, das geht eigentlich noch, aber trotzdem glaube ich, dass wir die auf Dauer so nicht finden werden. Auch wenn die ab und zu ganz nützlicherweise leuchten. Da hinten, ich weiß nicht, ob das... Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ist das ein Blutkrug? Ist das irgendwas anderes? Und ich weiß, hier muss zur Mission eigentlich, aber... Was war das denn? Es war ein Krug. Bitte, sterben Sie doch woanders.
glaube, auf dem Boden der Tatsache wird man eh nicht so viel finden. Ja, ja, wie gesagt, ich bin dämlich, du bist tot. Was macht... Hallo, 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 hallo. Ach, Schnucki. Ihr lernt es nie. So, und die andere liegt hier in der dreckigen Gasse, da wo sie hingehört. Lehnt sie noch ein bisschen gegen die Wand. Und wir hauen ihr einfach mal den fetten Pflock durchs Gesicht. Und man sieht, es ist tatsächlich deutlich heller geworden. Der Mond ist weg. Und die Morgendämmerung bricht an. Wir haben also gar nicht so viel Zeit. Natürlich vergeht die Zeit erst, wenn wir Missionen machen. So, und wir düsen mal eben zur nächsten Mission. Ich verbringe jetzt nicht die ganze Folge damit, irgendwie sinnlos nach Blutkrügen zu suchen. Huch. Ach, wie geil, da kann man hoch. Das ist ja Keil. Das ist ja Kylie Minogue. Boah, wie geil. Da hinten ist die Mission, das ist ja voll cool. Die Frames leiden zwar ein bisschen, aber das ist total geil. Okay, uha, Blutkrüge kann ich von hier oben wahrscheinlich nicht sehen. Wieso geht der Auto... Ach, wenn das Ding schwankt, dann geht der automatisch in irgendeine Richtung. Dann taumelt er da so ein bisschen runter. Okay, wir brauchen auch dringend noch Elektrizität, die holen wir aber gleich bei der Mission. Na toll. Das war ja super. So richtig mit Adlerauge. So eine Punktlandung. Hallo Sieg. So, 2 von 10. Dann haben wir wieder Blutkapazität. Strom haben wir auch. Und dann gucken wir mal, was unser Freund der Sieg hier macht. Blutflug. Der Höhlenscheißer mit dem Kreuz zieht weiter seine Kreise. Ich sag dir, Mann, das ist eine Falle. Ich muss es versuchen, Sieg. Wenn ich Mary nicht bald erledige, werde ich ihr Sklave. Sie hat gedroht, mich als Matrose zu verkleiden. Dann flieg mal los, Mückentöter. Der Mückentöter fliegt los. Fliegen Sie dem Vampirwächter nach, Sie haben das Stachelkreuz. Oh, 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 heilige, heilige, heilige. Uah, 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 uah. Ich hoffe, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das Blut reicht so lange. Los, tu, was du tun musst, um wieder zu fliegen. Zeig es dem Scheißkerl. Ja, aber hier sind keine Menschen in der Nähe. Scheiße, die hauen noch ab, oder? Die Mission ist bestimmt gleich gescheitert, weil hier ist kein Mensch, hier ist keine Menschenseele. Wen soll ich denn trinken? Hier. Ja, ja, ja. Na los doch, fliegt der Penner hinterher. Ich beeil mich. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Hier ist niemand. Oh, da sind wir schon da. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir jetzt schon da sind. Warum willst du mir mit diesem Kreuz wehtun, Paul? Ich habe dir immer nur gegeben. Ich habe dir ewiges Leben geschenkt. Du solltest mir die Füße küssen. Ja, aber die stinken immer so. 12 Sekunden, was? 12 Sekunden übrig? Wofür 12 Sekunden übrig? 5 Sekunden zum Verfolgen?
Ich dachte, das wäre jetzt der Kampf. Wieso greift er mich denn überhaupt an? Das ist doch 100 pro eine Falle. Na toll, ich dachte, ich komme wenigstens noch auf den offenen Platz da hinten. Hier sind einfach nirgends Menschen. Hier sitzt eine, die kann ich nicht trinken. Da. Na, Party, Baby. Hä? Willst du mich verarschen? Boah, was für eine Kackmission. Bis jetzt kamen wir super durch, aber dann wieder so eine Verfolgungsmission. Boah, hier muss ich jetzt besiegen. Das ist so unfassbar. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. Okay, gibt es hier irgendwo eine Steckdose? 1000, aber keine in der Nähe. Komm, hier. Du spielst noch ein Heil, Schätzchen. Du hast vielleicht besondere Kräfte für einen Gast hier. Aber nicht langsam. Hör auf zu quatschen! Ich hab gar nichts verstanden. Ach, und jetzt muss ich wieder hinterher. Nein! Okay, die greifen immer an. Und dann fliegen sie weiter, die kleinen Drecksäcke. Was? Zu Turm musst du, um wieder zu fliegen. Zeig es dem Scheißkerl. Okay, Schlückchen. 14 Sekunden übrig. Na, bis wir wieder auf Kurs sind, habe ich so viel Blut verloren, dass wir gleich wieder trinken müssen. Und ich lande immer in irgendwelchen... Jetzt lass doch mal los. Ich muss auf den Boden. Du bist lecker. Schon wieder hier. Okay. Du musst für deinem eigenen Wohl gestoppt werden, Cole. Aber keine Sorge, du wirst nicht sterben. Deine Gliedmaßen wachsen mit der Zeit wieder an. Und bis dahin bist du zahm wie ein Lamm. Ich werde niemals zahm sein wie ein Lamm. Raus aus meinem Kopf. Na, Glückwunsch. Glückwunsch. Ich wollte nur kurz auftanken. Aber greifen jetzt nur wieder kurz an und hauen wieder ab, oder was ist der Plan? Egal, ich nehme so viele mit, wie ich kann. Wir siegen sie, den Erstgeborenen, sag das doch gleich. Okay, ich lebe noch, er offenbar nicht. Heben Sie das Stachelkreuz auf. Erstmal würde ich gerne ein bisschen klare Sicht haben. So, das Stachelkreuz. Da haben wir es endlich. Ja. Verdammt. Das Ding ist... Verdammt. Als Cole sich dem Kreuz näherte, fing seine untote Haut an zu jucken. Es war wirklich mächtig. Damit konnte er Mary und ihre Sippe ein Ende setzen.
Und genau das tun wir hoffentlich, naja, vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber vielleicht schon in der übernächsten. Es scheint sich zuzuspitzen, wir haben nur noch eine Stunde bis Sonnenaufgang. Das heißt, allzu viel Zeit ist ja nicht mehr und wir haben auch das Stachelkreuz. Das heißt für uns, es geht bald los, würde ich sagen. Also es könnte schon passieren in der nächsten Folge, eventuell schon Endkampf oder in der übernächsten, ich weiß es nicht genau. Andererseits würde ich natürlich auch gerne noch alle Krüge sammeln. Wir sind immer noch nicht bei 100% Blut und wir haben auch noch nicht alle Geschichten gehört von Marys Lehren. Schauen wir mal, wie sich die nächste Folge gestaltet. Auf jeden Fall kommen wir ein bisschen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.